Wenn ich online shoppe, dann ist mein erster Schritt oft, gerade wenn es schnell gehen soll, der Klick auf nach Bewertungen sortieren. Die Top-Produkte kommen dann als erstes. Ich will ja natürlich nur das Beste vom Besten haben, ist ja klar. Und alles unter 4 Sterne, das lasse ich mir gleich rausfiltern, denn ja, das interessiert mich dann eigentlich gar nicht. Ja, sollten wir uns da wirklich drauf verlassen? Sind diese Bewertungen zuverlässig oder steckt doch so viel Fake drin, dass man es auch gleich lassen kann, danach zu sortieren? Und wie erkenne ich, was Fake ist und was echt? Genau darum geht's heute in diesem Video. Wir sprechen über Fake-Bewertungen. Ich bin Philipp und sage damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zweifelsfrei. Entscheidungen von einem Blick in die Sterne abhängig machen, ist nicht unbedingt die beste Idee, haben wir ja schon mal in unserem Astrologie-Video drüber gesprochen. Wenn es aber um die Sterne-Icons unter Produkten im Netz geht, dann nutzen die offenbar viele von euch als Entscheidungshilfe. Laut einer Bitkom-Umfrage machen das nämlich 2/3 der 16- bis 29-Jährigen. Ist von allen Altersgruppen der höchste Wert. Ich fühle das auf jeden Fall. Mir geht's da ja ganz genauso. Den größten Impact auf uns haben Bewertungen offenbar bei Elektronikprodukten. Das lässt eine Auswertung des IT-Unternehmens Capterra vermuten. Für knapp 70% der befragten deutschen Erwachsenen beeinflussten Reviews demnach, ob sie Produkte kaufen oder eben nicht. Auch ganz vorne in diesem Ranking Bewertungen zu Hotels und Reisen und zu Haushaltsgeräten und Möbeln. Aber es wird den Bewertungen auch nicht blind vertraut. Jeder zweite der Befragten glaubt laut Auswertung, dass mindestens die Hälfte der Bewertungen, die sie lesen, gefaked sei. Grund genug, um uns das mal genauer anzuschauen. Ist diese Vermutung legit? Ist da wirklich was dran? Leider gibt es für uns als Statistikkanal da aber ein klitzekleines Problem. Zum Thema Fake Reviews gibt es nämlich kaum aussagekräftige wissenschaftliche Studien. Zumindest nicht, wenn wir erfahren möchten, wie hoch die Zahl der falschen Bewertungen ist. Aber immerhin, verschiedene Tech-Unternehmen liefern reichlich Datenmaterial und Auswertungen zum Thema. Wir kümmern uns heute um zwei davon. Nummer 1 kommt von FakeSpot und ist aus dem Jahr 2020. Das Unternehmen nutzt laut Eigenaussage künstliche Intelligenz, um problematische Bewertungen zu identifizieren. Browser-Add-ons sollen die Bewertungen, so zumindest das Versprechen, per Algorithmus analysieren und den Nutzer oder die Nutzerin im Falle auffälliger Bewertungen alarmieren. Ja, und die Zahlen, die da rausgekommen sind, die haben es wirklich in sich. 720 Millionen Amazon-Bewertungen hat sich FakeSpot nach eigener Aussage angesehen und über 40% davon seien auffällig. In einigen Produktkategorien gäbe es sogar mehr gefakte als echte Bewertungen, was ja auch schon ganz schön krass ist. Und auf Platz 1 mit der höchsten Fake-Review-Quote ist der Supplements-Markt. Das sind zum Beispiel so Vitamintabletten oder andere Nahrungsergänzungsmittel, dicht gefolgt von Beauty-Produkten. Und auf Platz 3 liegen Elektrogeräte und damit genau die Kategorie, bei der sich die meisten Deutschen laut der Capterra-Auswertung von vorhin auf die Bewertungen verlassen. By the way, laut Auswertung müsstet ihr bei Wireless-Kopfhörern ganz besonders aufpassen, denn da fänden sich im Elektrobereich, so FakeSpot, prozentual am häufigsten Fake-Reviews. Also wenn ihr euch da irgendwann mal neu ausstatten wollt, besser ganz genau hinsehen. Worauf ihr da am besten achten solltet, das erzähle ich euch später noch. Auch interessant, die meisten betrügerischen Kommentare, die scheinen sich unter günstigeren Produkten zu tummeln. Häufig bei denen so zwischen 15 und 40 Dollar. Das macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Weil in der Preisklasse ist Marke oft nicht so wichtig wie andere Kaufkriterien. Zum Beispiel jetzt irgendwie ein geiles Schnäppchen zu machen. Durch die vielen guten Bewertungen könnte es sich dann ja auch so anfühlen, als bekäme man jetzt nicht nur ein Qualitätsprodukt, sondern würde eben außerdem noch Geld sparen, zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Amazon selbst zweifelt die FakeSpot-Ergebnisse allerdings an und hält sie auch größtenteils für falsch. Eine entsprechende App zur Erkennung von Fake-Bewertungen von FakeSpot, die wurde mittlerweile auch auf Druck von Amazon aus dem Apple App Store entfernt. Eine zweite Auswertung aus 2018 stammt von der Washington Post und dort wurde die Technologie von ReviewMeter genutzt. Deren Analysetool und Browser-Plugins arbeiteten so die ReviewMeter-Website ebenfalls algorithmenbasiert. Auffällige Bewertungen sollen demnach nach einem bestimmten Kriterienkatalog herausgefiltert werden und zu den Kriterien gehöre zum Beispiel, ob der Kauf des bewerteten Produkts verifiziert wurde, ob eine Bewertung wieder gelöscht wurde oder wie viele Wörter genutzt wurden. Bei wenigen Wörtern gehe die KI dann eher von einer Fake-Bewertung aus. Die Ergebnisse, die ähneln an einigen Stellen denen von FakeSpot. Auch hier scheinen vor allem Nahrungsergänzungsmittel von gefälschten Bewertungen betroffen zu sein. In diesem Fall Testosteron-Booster und Abnehmpillen. Außerdem wieder mit am Start Bluetooth-Kopfhörer und Lautsprecher. Was die ReviewMeter-Auswertung ebenfalls vermuten lässt, wenn man die falschen Bewertungen herausrechnen würde, dann käme es bei den meisten untersuchten Produkten auch zu einem Drop in der durchschnittlichen Sternebewertung.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Achtet ihr auf Kundenbewertungen und wenn ja, worauf? Habt ihr da besondere Tricks, wie ihr vielleicht dann auch Fakes vermeidet? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr natürlich auch gerne noch eine echte Bewertung für das Video und ein Abo dalassen. Jetzt bleibt natürlich die Frage, woher kommen diese Unmengen an Fake-Bewertungen? Häufig wohl von Facebook, das behauptet jedenfalls Amazon in einer Pressemitteilung aus diesem Sommer. Genauer gesagt aus Facebook-Gruppen. Dort könnten sich nämlich Leute zum Produktetesten vernetzen und dann meist gegen Bezahlung falsche Bewertungen abgeben. Amazon gefällt das natürlich weniger, deshalb haben sie auch von einem US-Gericht Klage gegen die Admins von über 10.000 Gruppen eingereicht. Laut investigativen Recherchen des Bayerischen Rundfunks in Kooperation mit Plusminus gäbe es außerdem diverse Firmen, deren Geschäftsmodell aus dem Vermitteln von gefälschten Bewertungen bestehe. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Steuerung F haben sich das Ganze mal genauer angesehen. Den Beitrag dazu, den liefern wir euch später noch. Denn gefakte Bewertungen sind aber natürlich auch kein Amazon-exklusives Problem. Wiederum, Fakespot hat 2020 mehr als 2 Millionen aktive Online-Shops analysiert. Das Ergebnis, fast ein Drittel der dort verfassten Kundenbewertungen werden als Fake eingeschätzt. Ja, die wird man aber auch so schnell leider nicht mehr los, vor allem weil natürlich auch jeden Tag neue Bewertungen dazukommen. Und die Algorithmen der Analyse-Tools, die sind zwar komplex, aber wie das mit künstlicher Intelligenz nun mal so ist, frei von Fehlern ist die auch nicht und zudem natürlich auch ganz unterschiedlich aufgesetzt. Aber wie könnt ihr jetzt als Online-Shopperinnen und Shopper Bewertungsfakes entdecken? Leicht ist es nicht immer, aber es gibt da schon so ein paar Anhaltspunkte. Ein Hinweis kann zum Beispiel sein, ob der Kauf des reviewten Produkts verifiziert wurde, also ob der oder die Bewertende das reviewte Produkt überhaupt selbst gekauft hat. Aber Achtung, teilweise bekämen die Faker laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks die Kosten des Produkts von ihren Auftraggebenden wieder zurückerstattet. Dann sagt der Kauf also auch nicht mehr wirklich was aus. Was euch aber stutzig machen sollte, wenn ein neues Produkt sehr schnell extrem viele sehr gute Bewertungen hat. Und schaut auch sehr gerne auf die Formulierung der Bewertungen. Wie ist die geschrieben? Gibt es Textbausteine, die in mehreren Bewertungen vorkommen oder ist der Text vielleicht eher knapp gehalten? Steht da zum Beispiel jetzt einfach nur, jo, guter Kopfhörer? Ja, dann solltet ihr vielleicht auch etwas misstrauisch werden. Wenn da noch ein Nutzername dabei ist, der euch irgendwie verdächtig erscheint oder eine Menge Ausrufezeichen verwendet werden, dann wird es wirklich kritisch. Ja, aber auch beim Gegenteil solltet ihr aufpassen. Faker wissen mittlerweile natürlich, dass zu knappe Bewertungen auch eher skeptisch machen. Deshalb kann es auch sein, dass sie ihre Bewertungen jetzt extra ausschmücken und mit ganz tollen Geschichten über sich selbst oder das Produkt ergänzen. Fakes zu enttarnen, ihr merkt das, ist also nicht einfach. Aber um die echten Bewertungen zu finden, lohnt es sich öfter mal so in die 3- bis 4-Sterne-Abteilung zu gucken. Denn die Auftraggeber der Fake-Bewertungen kaufen meist entweder Top-Bewertungen für das eigene Produkt oder Flop-Bewertungen für die Produkte der Konkurrenz ein. Übrigens, auch rechtlich stehen die Fake-Bewertungen gerade im Fokus. Laut Landgericht Hamburg sind sie nicht zulässig. Shops, die Bewertungen einkaufen, müssen diese entweder löschen oder deutlich machen, wie die Bewertung überhaupt zustande gekommen ist. Und es gibt auch eine neue Verbraucherschutzrichtlinie. Online-Shops müssen jetzt Auskunft darüber geben, wie sie sicherstellen, dass die Bewertungen authentisch sind. Aber es könnte natürlich auch wie so oft sein, dass sich gewiefte Geschäftsleute juristische Schlupflöcher suchen und weiterhin die Produkte gefaked bewerten. Deswegen können wir sagen, zu 100% werdet ihr Fake-Reviews höchstwahrscheinlich nicht aufdecken können. Denn natürlich kennen, wie gesagt, die Unternehmen und die Bewertenden, die hinter den Fake-Bewertungen stehen, selbst die Schwächen und lernen mit der Zeit auch dazu. Lohnt sich also genauer hinzuschauen, besonders wenn ihr Kopfhörer braucht. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr über unseriöse Bewertungen erfahren wollt, dann klickt hier einmal für das versprochene Video von Steuerung F und hier unten findet ihr unser Video von letzter Woche. Das war's für heute von mir. Ich bin Philipp und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zweifelsfrei.